Das dritte Hilfsmittel zu eurer Heiligung, das ist die heilige Messe. Die eucharistische Stärkung. Wer die Eucharistie verstanden hat, hat das Christentum verstanden. Wer die Eucharistie nicht verstanden hat, der hat nichts kapiert. Der hat null Ahnung. Die heilige Messe ist nicht das Absitzen eines Kultaktes. Kommen die Leute, setzen sich hin, lassen etwas über sich ergehen, wie noch in vielen traditionellen Gemeinden und so weiter. Das ist es nicht. Unser Abt erzählt nicht, dort ist ihm einmal passiert nicht. Da hat ein Chor gesungen und die haben sich vertan, nicht? Die haben dann zum Offertorium haben sie schon das Heilig gesungen, nicht? Heilig, heilig, nicht? Und er hat hingeschaut, die haben nicht reagiert, nicht? Dann ging es weiter, dann kam das Heilig und die haben schon das Lamm Gottes gesungen, nicht? Dann ist er zu denen hin, nicht? Und hat die angesprochen, bitte, er spricht mit uns, ja? Er meint uns, ja? Weil die Leute sind dabei, wie ich schon gesagt habe, Stand-by-Betrieb, nicht? Und jetzt warten wir, bis vorbei ist, so auf die Art, nicht? Das ist die heilige Messe nicht. Das Zweite Vatikanum möchte, dass wir mit ganzem Herzen eben jetzt mitmachen. Zugleich ist die heilige Messe aber ganz etwas anderes als ein Theater. Ganz etwas anderes als eine Show. Die Messe ist nicht eine künstlerische Darbietung, nicht? So wie dann einmal ist mal passiert, nicht? Also nachher dann in der Sakristei, da waren ganz liebe Ministranten, nicht? Und bitte also jetzt nicht, das, es war ein Mädchen damals und dann ist ein Mädchen nach dem, die haben schön ministriert, nicht? Aber nachher ist dann ein Mädchen zu mir gekommen, nicht? Und hat sich so hingestellt, da war ich noch ein junger, fescher Priester, hat sich so hingestellt. Na, wie war ich? Also, das ist die Messe nicht, ja? Ja, also, das ist es nicht, ja? Deshalb ziehen sich die Priester auch so komisch an, nicht? Dass der lange weiße Gewand, Christusförmigkeit, weil Christus jetzt selber handeln möchte, die Stola, das Messgewand, diese Verkleidung ist wichtig, auch um unsere Individualität zu dämpfen. Sie kommt eh noch durch, sie muss durch, ist ganz klar, aber darum geht es nicht. Eine Messe ist eine heilige Messe, ob sie ein alter Priester feiert, ein junger Priester, ob der Priester einschläfernd ist, ob er lang oder kurz predigt und so weiter und so fort. Messe ist Messe. Im Alten Testament schon sagen die Israeliten, wo ist eine Nation, deren Gott so nahe ist, wie unser Gott uns nahe ist. Dieses Wort ist hunderte Jahre vor Christus bereits formuliert worden. Im Bewusstsein eben jetzt des erwählten Volkes, wo ist eine Nation, deren Gott so nahe ist, wie unser Gott uns nahe ist. Und dann geschieht im Neuen Testament das Unfassliche in dieser Nähe. Diese Nähe wird zur Identität. Der unendliche Gott überspringt die Kluft, die zwischen seiner Unendlichkeit und unserer Endlichkeit wird und wird ein Mensch, einer von uns. In der Nacht vor seinem Tode, in der Stunde, um deren Willen Gottes Sohn in die Welt gekommen ist, nimmt er Brot und Wein. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und dieses reine weiße Mazotbrot, die ungesäuerte Hostie, wird zur Form für den Liebesleib Christi. Und der rote Wein, Jesus hat Rotwein verwendet, und der rote Wein wird zum Sühneblut des Lammes Gottes. Und Jesus fügt in der Nacht, bevor er verraten wurde, hinter diesem Gestus noch ein Wort an. Er sagt, tuto poiete eis emu anamnesin. Hoc facite in meam commemorationem. Facite, poiete. Tut das zu meinem Gedächtnis. Handelt so, handelt weiter. Handelt es weiter. Anamnesis, griechisch, zikaron, hebräisch, müsste man eigentlich übersetzen mit Vergegenwärtigung. Handelt dies weiter zu meiner Vergegenwärtigung. Und Jesus verbürgt uns durch ein weiteres Wort, was er damit meint. Bei seiner Himmelfahrt sagt er zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.